Wir können es nicht hier einfach in die Fahrt bringen. Wir müssen nachher meinen Bruder da rausholen. Kannst du sehen, was sie aus dem Auto holen? Verpiss dich, habe ich gesagt. Hallo. Verpiss dich. Hallo. Hey. Grüße Sie, Herr Ziebig. Schönen guten Morgen. Hallo. So, ja, wie ich richtig verstanden habe am Telefon, muss Ihr Bruder da der Meldepflicht nachkommen um 10 Uhr. Genau. Es geht darum, dass er, wenn er die nicht einhält, ins Gefängnis muss. Er hat die letzten 2-3 Male die schon nicht eingehalten. Er braucht immer jemanden, der ihn in den Arsch tritt. Und jetzt versuche ich ihn zu erreichen und ich erreiche ihn nicht. Und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Warum glauben Sie, dass aus eigenem Antrieb da der Meldepflicht nicht nachkommt? Ja, der hat Freunde, die in der kriminellen Szene sind und er hat damals auch was gemacht, ist dafür nicht belangt worden, aber ich habe Angst, dass er halt wieder in die Szene rutscht und deswegen nimmt er das auch in Kauf. Wie ist er in die Szene reingekommen? Ja, Sie müssen wissen, vor 4 Jahren sind unsere Eltern gestorben und er ist ins Heim gekommen, er war noch so jung und er hat die halt im Heim kennengelernt und hat es einfach nicht anders geschafft. Und Jetzt bleiben Sie mal ganz ruhig und locker. Wie viel Zeit haben wir nicht? Aber sagen Sie mal, wissen Sie vielleicht, wo sich Ihr Bruder aufhalten könnte? Also, wo mein Bruder sich aufhält, weiß ich nicht, aber ich weiß seine Freunde. Ja, das geht auch. Die hängen öfters im Park und ich habe wieder 1-2 Mal schon gesehen. Und das ist das Einzige, was ich wüsste. Vielleicht müssten wir da. Kennen Sie quasi den Pinkelberg der Jungs, wo die sich treffen, abhängen? Sagen Sie uns, wo das ist. Wir fahren dorthin und schauen uns das an. Okay. Ja. Ich will aber unbedingt mitfahren. Wie? Unbedingt. Also es ist nicht normal, dass der Auftraggeber mitfährt in einem Auftrag. Aber ich kenne den Park. Ich weiß, wo sich die Leute rumhängen. Und Sie brauchen meine Hilfe dabei, den Park zu finden. Sie würden unseren Auftrag gefährden. Ich bitte Sie unbedingt. Ich halte die Füße still, versprochen. Ja, ich solange aber Sie im Auto mitfahren. Bleiben, uns machen lassen, ist in Ordnung. Aber wehe, ein Zwischenfall, sind Sie raus. Dann lassen Sie uns losfahren direkt. Morgen um 10 Uhr muss mein Bruder sich bei der Polizei melden. Und wenn er das nicht gemacht hat, dann wandert er im Baum. Das sind die Jungs. Sind die das? Ja. Okay, aber die sind zu dritt jetzt nur, ne? Pass auf, ist der Dennis? Mein Bruder ist nicht dabei. Ist nicht dabei. Okay. Aber ich kenne die, ich habe die schon mal gesehen. Ich sehe die öfters. Alles klar, pass auf. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Pass auf, ich gebe euch den Laptop hoch. So. Die Kamera sitzt, alles klar. So, dann gehe ich mal runter. Werde die mal unter einem Vorwand befragen. Ich tue so, als wenn ich der Freund von einem verstorbenen Vater war und tatsächlich einen Job hätte. Aber sei vorsichtig, gell? Naja, du hast ja alles auf dem Schirm. Die Jungs, ist nicht zu Spaß, ey. Das sind die Jungs 100%ig, 100 Pro. Ich habe die so oft bei meinem Bruder im Heim gesehen. Die machen nur Scheiße, nur. Na gut, man sieht ja hier, das ist schwer am Saufen hier. Wodka oder was? Hallo Jungs, darf ich euer Stellich mal kurz unterbrechen? Nein. Wer will denn unterbrechen? Ja, ich suche den Dennis. Bist du ein Bulle oder was? Nein. Jo, die sind misstrauisch, ne? Ich bin ein Freund vom verstorbenen Vater vom Dennis und dem habe ich damals auf dem Sterbebett versprochen, dass ich mich um den Dennis kümmere. Und jetzt habe ich für den Dennis einen Job. Einen Job? Was gibt's da zu lachen? Hier, guck mal da, Den kenne ich, Wer ist das? Das ist einer, der war mein Bruder im Heim. Das ein ganz großer in der Gruppe. Ja? Glaub mir. Okay, jetzt bleibt mal locker. Warte mal, guck mal, was der jetzt macht. Wir geben keinen Ausdruck. Ja, aber ihr kennt ihn. Wir haben aber nichts mit dem zu tun. Und schon lange nicht mehr. Okay. Ne? Okay. Ja, aber deshalb könnt ihr mir trotzdem sagen, wo ich ihn finden kann. Nein, können wir nicht. Guck mal, es wäre besser, ne? Wenn du jetzt einfach Land gewinnst. Mach du mir einen Gefallen, fass mich nicht an. Fass mich nicht an. Ja? Verpiss dich. Komm, Jung. Was ist los mit euch? Mach einen Abgang. Problem, verpiss dich, habe ich gesagt. Hallo, verpiss dich. Hallo, bleib ruhig. Ey, bleib ruhig, mach einen Abgang. Wir haben keinen Bock mehr, darüber zu reden. Okay? Medikamente oder NATO-Erfahrung? Welche Medikamente? Ja, welche NATO-Erfahrung? Medikamente brauchst du gleich, wenn du dich verpisst. Hier, der geht wieder. Wir müssen an ihn dranbleiben. 100 Pro führt er uns zu meinem Bruder. Ja, okay. Warte mal. Muss mal nur meinen Kollegen Bescheid sagen. Micha, kannst du mich hören? Ganz mach ruhig. Einen Abgang, habe ich ruhig, gesagt. Ganz ruhig, Freunde, ganz okay? ruhig. Bleib du lieber ruhig. Nimm die Hand da raus. Micha, pass auf. Da ist jetzt so eine Person, der gehört zur Gang da, das hat was zu sagen. Den müssen wir auf jeden Fall verfolgen hier. Michael, hörst du mich? Ah, Mist. Komm, okay. Direkt neben mir bleiben, ne? Ja. Oh.
Oh, wo sind die beiden denn jetzt hier? Das ist ja ein super Backup, wenn was schief gegangen wäre. Na toll. Bleib dran, informier mich, ich komme dann später nach. Alles klar, ich danke dir für die Info. Bis dann, ciao. Bin jetzt sofort bei euch. Ich glaube, ich sehe euch da schon stehen. Alles klar. So, da, hier sind wir. Alles klar, super, ich sehe dich. Wo war denn mein Backup, als mich die drei kleinen Teelichter angegriffen Mann, haben? Mann, stell dich nicht so an. Mit den drei Püppis wärst du fertig geworden. Was ist los hier? Pass auf, der Typ, der dort war, ne? Ja. Hast du nicht mitgekriegt. Ja, da war jemand, der ist dann gleich wieder gegangen, wo er dich gesehen hat. Der, laut unserem Auftraggeber ist der so ein Gang-Guru, also ein Oberster von denen. So, der ist jetzt hier rein in diese Bar mit der grünen Aufschrift. So. Okay. Gut. Ja. Das heißt, mich hat er gesehen. Dich hat er gesehen. Ich muss da rein. Pass auf, ich gebe dir die Kamera und eine Zeitung und dann gehst du vor und guckst mal, was da los ist. Okay, gib mal. Aber mein Bruder ist scheint noch geschlossen zu sein. Ich muss mal gucken von außen. Was denn? Wir müssen da rein. Wir müssen da rein, meinen Bruder da rausholen. Sie bringen nur den Auftrag. Hallo. Bedingung. Ja, aber dass Sie mitfahren, war das keine Zeit. Ja, dass Sie uns nicht dazwischenfunken. Schön, wenn Sie Leute identifizieren können. Ist super, sind wir dankbar. Aber alles andere ist unser Job. Okay. Also, ich schau mir das an. Guck mal, dass du was sehen kannst. Ja. Sollte der Dennis jetzt drin sein, haben wir ja schon mal einen Teilerfolg. Ne? Hätten wir ihn gefunden. Er ist bestimmt alles da. Andere wird sich dann noch klären, Herr Ziebig. Wo soll er denn sonst sein? Ja. Er kann nur der da Sascha sein. Der Sascha guckt jetzt erstmal vorne, soweit wie er kommt, die Räume ab, ob man da irgendwie auffinden kann. Arbeitet sich systematisch vor. Im vorderen Bereich ist er nirgendwo. Aber da steht doch schon dieser Ivica wieder vorgeleist. Okay, okay. Ja, du bringst aber sicher die Ware mit, gell? Ja, ich komme auf jeden Fall vorbei. Er verabredet sich irgendwie, glaube ich. Also, wir sehen uns gleich. Ciao. Ey, cool, Mann, ey, guck mal, ich hab dir hier, Billardtisch oder was? Machst du nicht das geschlossen, was geschlossen? Verpiss dich jetzt mal hier raus. Ey, ich will was trinken. Mach aber verpiss dich, Alter, was du trinken jetzt? Baba, mach mal keinen Stress, Baba, ey, was ist los mein Laden, hier? Verpiss dich, Alter, ey, was, wieso, ey, lass mal was trinken. Ich nichts was trinken, verpiss dich, ey, ich zitter schon, check's nicht. Ist das dein Laden oder was? Ey, ich hau dir gleich auf die Fresse, verpiss dich, Alter. Ey, Menschenrechte. Verpiss dich, Alter, check's nicht, Mann. Ey, du kleiner Mehlwurm. Was will Mehlwurm, Alter? Was soll, ey? Was will du, verpiss dich, raus. Komm mit, Mann. Ey, ist okay. Gut. Mal gucken, was kommt da raus. Und? Ja. Habt ihr mitgekriegt, die planen wieder ein neues Ding? Der hat ja, doch. Telefoniert. Hat er telefoniert? Ja, ich habe so ein bisschen vage mitgekriegt. Ja. Aber der Dennis war nicht zu sehen. Nirgendwo. Nein, der war nirgendwo. Ja, ich habe gesehen, du hast alles ausgeleuchtet. Ja, natürlich, alles natürlich. Klar. Hör mal, da kommt der Ibiza raus. Der kommt da raus. Tatsächlich. Kannst du sehen, was er macht? Ja, der geht zum Auto. Alles klar. Pass auf, da müssen wir dranbleiben, tausch die Plätze. Jetzt ziehe ich, gehen Sie bitte nach hinten. Komm, schnell. Sie bleiben hier drin, ja? Ziebig, Sie bleiben hier drin. Ja, okay. Jetzt bin ich mal gespannt, was hier läuft. Umschlag gegeben, wahrscheinlich mit Geld. Oh, pass auf, weißt du was, lass uns zum Auto zurück, da müssen wir dranbleiben. Da sind sie schon, da stehen sie schon, die Jungs. Aber sind auch wieder nur drei, ne? Mhm. Da ist der Dennis auch wieder nicht dabei. Genau, weil er nicht dabei ist, können wir doch die Sache wieder abblasen. Er hat doch damit nichts zu tun. Herr Ziebig, die Jungs sind der Kontakt
Und irgendwann führen uns die Jungs zum Dennis. Oder er taucht irgendwann noch auf. Wenn wir jetzt hier einfach abbrechen, werden wir nie zum Ziel kommen. Ich glaube dir. So, und die planen doch irgendwas. Da läuft doch irgendein Ding. Wie so ein Kofferraum, oder was? So, rufen die Polizei. Komm her. Wenn die irgendwas planen, dass sie sich schon mal bereit halten irgendwie. Ja. Weißt du was? Da hängen wir uns. Da hängen wir uns hinter. Ja, Carsten, ich bin so schön. Pass auf, Carsten, hast du uns noch auf dem Schirm, ne? Hör mal, die biegen ab hier, auf dem Parkplatz. Okay, warte. Hier ist ein Parkplatz. Ja, super, klasse. Pass auf, jetzt haben wir gesehen, die biegen jetzt auf dem Parkplatz ab. Okay, pass auf, da steigt bestimmt hier ein Ding, ja? So, tu uns bitte einen Gefallen, informiere die Polizei auch über unseren Standort. Hier auf diesem Parkplatz jetzt, wo wir drauf sind, ja? So, Herr Ziebig, Sie bleiben auf jeden Fall hier im Auto sitzen. Okay. Sie bleiben hier drin und auf unser Kommando erst. Wenn finden Sie meinen Bruder bitte, finden Sie meinen Bruder. Ja. Wir haben vorne eingeparkt. Ja, haben wir. Oh, da steigen sie aus gerade. Bin gespannt, was wir vorhaben. Geht der Kofferraum auf? Okay, die haben was vor, auf jeden Fall. Da die Tasche, ja. Gleich die Tasche. Okay, hier dem Typen läuft was. Hier den Typen abgekauft. Dann. Okay, was ist los? Carsten immer nicht da? Nee, ich kann nicht sehen. Okay, komm, wir haben keine Zeit dafür. Ich will zu meinem Bruder. Hey, sehen Sie meinen Bruder? Sie gefährden den Auftrag. Ruhe. Gucken Sie mal in Ruhe runter. Können Sie Ihren Bruder sehen? Nein, mein Bruder ist nicht dabei. Doch, sehen Sie, das ist mein Bruder mit der blauen Mütze. Mit der blauen Mütze. Okay. Das ist mein Bruder. Carsten, pass auf. Also, wir sind zu fünf. Ja. Wir haben alle Baseballschuhe dabei. Okay. Wir haben was vor jetzt. Die bereiten sich gerade vor. Ne? Und die Zielperson ist auch dabei. Zielperson ist auch dabei, ja. Das ist der Bruder von Ihnen, der Dennis. Okay. Wir müssen es machen. Hey, pass mal auf. Bleib mal ganz ruhig. Ich meine, da unten steigt jetzt ein Ding und wir wissen nicht was. Wir können es nicht hier einfach in die Fahrt bringen. Ja? Aber wenn ihr es nicht macht, ich mach's alleine. Hey, Digga, hey. Digga, komm, lass ihn laufen, Wir werden mal sehen, was passiert. Komm. Dennis! Dennis! Was machst du hier? Mann, hör auf mit der Scheiße! Du musst morgen zur Polizei, Alter! Was machst du mit den Leuten hier? Mann, ich such dich schon die ganze Zeit! Ich versuch dich zu erreichen! Was machst du mit der Scheiße? Was macht ihr hier? Was macht ihr denn hier? Ey, ist doch gut, Mann! Dennis, Alter, hör auf mit der Scheiße! Komm mit mir mit, Mann! Komm mit mir mit! Was ist hier los? Was ist hier los, Mann? Was ist hier los mit der Scheiße hier? Was ist los? Hier können wir leiden, ne? Was ist denn? Was ist denn? Das ist dein Bruder, du Idiot! Das ist dein Bruder, du Idiot! Scheiß auf meinen Bruder, wer ist der denn? Wer ist dein Bruder, Mann? Weißt du, was ich für dich alles gemacht hab, Mann? Was bist du, Mann? Ich hab mir den Arsch aufgerissen, Alter! Und was machst du? Was machst du? Treibt sich mit irgendwelchen Typen hier rum und ihr macht so eine Scheiße! Du hättest vor 4 Jahren nicht mehr helfen können, Mann! Vor 4 Jahren, wo unsere Eltern gestorben sind, Mann! Und jetzt kommst du an, was? Ey, mein Junge! Es ist nie zu spät, mal aufzuwachen! Aber das, was du hier machst, damit treibst du dich immer mehr in die Scheiße! Ach, scheiß auf ihn, Alter! Okay, komm her. Okay. Komm her. Ganz ehrlich, scheiß dich auf ihn! Scheiß auf dich, wenn du dich kapierst! Oh, kann er nicht wahr sein hier! Du bist die Polizei! Oh, ja. So, und Abflug hier! Ich hätte es nie von dir gedacht, nie, Mann.
Du bist mein Bruder, ich habe alles für dich getan. Und was jetzt? Was, denkst du, ich will so ein Leben haben wie du, Alter? Mit einer Frau, mit ein paar Kindern und so? Ich will ein cooles Leben haben, Alter. Ich habe keine Lust auf so eine Scheiße. Das ist ein cooles Leben. Meine Familie, das ist ein cooles Leben, Alter. Guck mal, was aus dir geworden ist, Alter. Und ja, jetzt? Aber nur, weil du mich im Stich gelassen hast in meinem. Ich hab dich im Stich gelassen. Ja. Niemals, ich war für dich da. Mhm. Und deine Kumpels haben dich in die Scheiße geritten. Und weißt du was? Bleib bei denen. Mach, was du willst. Geh einfach, geh mir aus den Augen, ich kann dich nicht mehr sehen, Mann. Weißt du was, es ist immer einfach, die Schuld auf andere zu schieben. Fang mal bei dir selbst an, mit dem Kopf zu denken. Jetzt kannst du bei der Kumpels lange, lange drüber nachdenken. Ganz krass für mich zu sehen, als Familienmensch, dass da praktisch im Endeffekt der eine Bruder versucht, dem anderen den Schädel einzuschlagen, dann noch mit Kumpels im Hintergrund. Ganz, ganz krasse Nummer. Ja, das muss dem Bruder wirklich wehtun, aber jetzt ist die Sache erledigt. Wir konnten eingreifen und das ist das Einzige, was zählt. Ja, ich muss mich trotzdem auf jeden Fall bei Ihnen bedanken für die ganze Arbeit, die Sie geleistet haben, dass wir meinen Bruder trotzdem noch gefunden haben. Passen Sie auf, entscheidend ist jetzt nur noch eins. Das ist sein Leben. Wenn er sein Leben verkacken will, dann soll er das machen. Sie haben alles getan, Sie können sich nichts vorwerfen. Jetzt tun Sie mir einen Gefallen und für sich vor allen Dingen. Schauen Sie nur noch nach vorne. Sie haben eine wundervolle Frau, ein wundervolles Kind. Leben Sie Ihr Leben, konzentrieren Sie sich darauf, ist Ihre Familie. Und die treiben Sie jetzt voran und schauen einfach nicht mehr zurück. Es ist, wie es ist. Haben Sie ein schönes Leben. Dankeschön. Okay? Danke.